Nachdem GTA San Andreas für Rockstar ein riesiger Erfolg war, dauerte es einige Jahre, bis mit GTA 4 der nächste Hauptteil der Reihe erschien. Als Lückenfüller kamen jedoch einige Handheld-Ableger auf den Markt, von denen einige bewiesen haben, dass die PSP eine richtige Konsolenerfahrung bieten kann und eines davon eher eine Enttäuschung war. Diese Spiele schauen wir uns jetzt mal an. Wenn ihr die vorherigen Folgen nicht gesehen habt, schaut die am besten vorher. Jetzt fangen wir aber endlich an. Folge 6 – GTA für unterwegs. In den Jahren nach dem riesigen Erfolg von GTA San Andreas erlebte Rockstar North eine große Erweiterung ihrer Mitarbeiteranzahl. Während der Zeit ihrer GTA 3D-Trilogie war die Teamgröße überschaubar geblieben, aber mit der aufkommenden neuen Konsolengeneration rund um die PlayStation 3 und weil man mehr Spiele als nur GTA machen wollte, musste Rockstar North sich vergrößern. Also stellte man mehr Leute ein und verlegte die Büros in einen größeren Bürokomplex in Edinburgh. Während das geschah, war auch der Publisher Take-Two beschäftigt damit, sich zu vergrößern. Man kaufte mehrere kleinere Entwicklerstudios auf. Darunter zum Beispiel Mobius Entertainment, die vor allem Spiele für Handheld-Konsolen entwickelten. Mobius wurde durch die Handheld-Version von Max Payne bekannt. Auch bei Take-Two war man beeindruckt, wie das Team es schaffte, das Max Payne-Feeling auf tragbare Konsolen zu bringen. Oh. Gut gemacht. Also kaufte Take-Two das Studio auf und benannte es in Rockstar Leeds um. Den ersten Auftrag, den Rockstar Leeds bekam, war es, eine Handheld-Version von GTA für den Game Boy Advance zu entwickeln. Den Auftrag nahm man zuerst mit großer Freude an, denn an einer so beliebten Reihe wie GTA zu arbeiten, war nicht selbstverständlich. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Okay, ganz so tragisch war es dann doch nicht. Rockstar Leeds erfuhr, welches Potenzial hinter der kürzlich vorgestellten PSP von Sony steckt. Also übergab man den Game Boy Advance Ableger an das Studio Digital Eclipse. Denn das Team von Rockstar Leeds wollte lieber ein Spiel für die PSP entwickeln. Der Advance Ableger von Digital Eclipse erschien 2004 unter dem Namen GTA Advance. In der Handlung befindet man sich im Jahr 2000 in der Stadt Liberty City. Dadurch spielt die Handlung ein Jahr vor GTA 3. In der Rolle von Mike, einem typischen 0815 Kleinkriminellen, ist das Ziel, zusammen mit seinem besten Freund Vinny einen Haufen Geld zu machen und das Land zu verlassen. Kurz bevor sie die Stadt endlich hinter sich lassen wollen, explodiert das Auto von Vinny und sowohl er als auch das Geld gehen in den Flammen unter. So ein großer Feuerball, Junge! Bam! Der Hauptcharakter Mike schwört Rache und damit beginnt eine Rache-Story. Im Laufe seiner Suche nach Rache lernt er viele andere Kriminelle von Liberty City kennen, darunter auch viele Charaktere, die aus GTA 3 stammen. Wie üblich erledigt man verschiedene Aufträge für unterschiedliche Charaktere, um dem Mörder von Vinny näher zu kommen. Anders als bei den vorherigen GTA-Spielen hat GTA Advance keine Sprachausgabe und keine Motion-Capture-Zwischensequenzen. Stattdessen wird die Handlung mit Standbildern und Textblasen erzählt. Die Missionsstruktur, die mit GTA 3 eingeführt wurde, bleibt aber erhalten. Der Spieler klappert also verschiedene Markierungen auf der Minimap ab, bei denen die verschiedenen Charaktere neue Missionen und Aufträge verteilen. Statt in einer 3D-Welt zu spielen, kehrt GTA Advance aber zurück zu den Wurzeln der Reihe und wird durch eine Top-Down-Perspektive präsentiert. Das liegt vor allem daran, dass die eher schwache Hardware des Game Boy Advance nichts anderes möglich gemacht hätte. Durch die schwache Hardware ist GTA Advance das wohl visuell schwächste GTA-Spiel. Aber auch wenn es nicht das hübscheste Spiel ist, dem Level-Layout von GTA 3 blieb man großteils treu. Der Aufbau und die Struktur der Stadt sind eine der größten Stärken des Spiels. Anders als die alten Top-Down-GTA-Teile hatte GTA Advance sogar die fahrzeugspezifischen Missionen, wie zum Beispiel Taxifahrten im Spiel. Trotzdem ist es für die tragbare Nintendo-Konsole ein schnell vergessenes Spiel. Das spiegeln auch die eher schwachen Verkaufszahlen und die mäßigen Wertungen wider. Auch wenn das Spiel nicht gut ankam, war das zum Glück nicht der einzige Versuch, das GTA-Franchise für unterwegs spielbar zu machen. Nachdem Digital Eclipse eher eine Enttäuschung abgeliefert haben, lag es jetzt an Rockstar Leeds zu zeigen, wie es richtig gemacht wird. Das Entwicklerteam war begeistert von der PSP und wusste, dass man mit dieser Hardware ein gutes GTA-Spiel entwickeln kann.
Allerdings konnten sie das nicht ganz allein bewerkstelligen. Rockstar Leeds bat beim Entwickler Rockstar North um Hilfe, die hunderte von Assets und Codezeilen zur Verfügung stellten. Sogar einige der wichtigsten Köpfe hinter der GTA-Reihe arbeiteten am PSP-Ableger mit, darunter zum Beispiel Dan Houser oder Leslie Benzies. Damit wollte man sicherstellen, dass das Spiel dem Niveau der Hauptreihe ähnlich ist. Nach circa einem Jahr Entwicklungszeit veröffentlichte Rockstar Leeds im Jahr 2005 das Spiel Grand Theft Auto Liberty City Stories, exklusiv für die PlayStation Portable. Wie man am Namen erkennen kann, spielt die Handlung wieder mal in der Stadt Liberty City, diesmal aber 3 Jahre vor den Ereignissen von GTA 3. Im Spiel übernimmt man die Rolle von Tony Cipriani, der nach 4 Jahren im Ausland nach Liberty City zurückkehrt. Der Charakter war für die meisten nicht neu, denn Tony kam bereits in GTA 3 als Missionsgeber vor. Nein, doch. Oh. Als Tony nach 4 Jahren zurückkehrt, hat sich die Stadt verändert, denn die Leone-Familie, zu der auch er gehört, baute in den Jahren ihren Einfluss in der Stadt immens aus. All das geschah unter der Leitung von Don Salvatore Leone, den Spieler ebenfalls aus GTA 3 kennt. Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass in der ganzen Handlung unzählige Charaktere auftauchen, die schon in GTA 3 eine wichtige Rolle spielten. In der Story muss man sich mit Tony, der nach seiner Abwesenheit in der Leone-Familie wieder ganz von unten anfangen muss, nach oben arbeiten. Dabei wird er in einen Gangkrieg zwischen 3 Parteien involviert, deren Auseinandersetzung Liberty City zu dem macht, was die Spieler aus GTA 3 kennen. Die Handlung ähnelt wieder der typischen Gangster-Mafia-Film-Story. Dadurch, dass anders als in GTA 3 der Hauptcharakter in diesem Spiel aber vertont ist und weil die Handlung strukturierter designt wurde, liefert GTA Liberty City Story eine besser inszenierte Story ab als alle vorherigen Teile, die in Liberty City spielten. Dass man all die gut gemachten Zwischensequenzen auf eine Handheld-Konsole gebracht hat, finde ich selbst heute durchaus beachtlich. Noch beeindruckender ist aber, dass man anders als bei GTA Advance keine Top-Down-Perspektive hat, sondern eine Open World in einer 3D-Darstellung. Das Spiel wirkt nicht wie eine abgespeckte Version der ersten 3D-GTA-Trilogie, sondern bietet eine auf die PSP zugeschnittene Spielererfahrung, die sich vor den Hauptteilen nicht verstecken muss. Man kann sich mit Tony wie in den Hauptteilen der Reihe frei in der Stadt bewegen, Autos stehlen und Leute abknallen. Der einzige Wermutstropfen ist, dass die PSP nur über einen Joystick verfügt. Anders als bei der Hauptreihe kann man mit dem rechten Stick also nicht einfach die Kamera manuell bewegen. Die feste Kamera war nicht wirklich perfekt und die Möglichkeit, die Kamera mit dem Steuerkreuz zu drehen, war ebenfalls nicht ideal. Durch die verbesserte Auto-Aim-Funktion war das Gameplay aber dennoch ziemlich gut. Ganz so weit wie San Andreas war die Open World von Liberty City Stories leider noch nicht. Stattdessen erinnert sie etwas mehr an die etwas simplere Open World von GTA Vice City. Man konnte nicht schwimmen, das Klettern wurde gestrichen, es gibt keine komplexeren RPG-Mechaniken und Minispiele sucht man ebenfalls vergeblich. Funktionen, die schon in Vice City eingeführt wurden, wie Motorräder oder unterschiedliche Bekleidungen, sorgten aber dennoch dafür, dass die Rückkehr nach Liberty City Spaß machte. Sogar ein Online-Multiplayer mit 7 verschiedenen Modi schaffte es ins Spiel, allerdings war der auf 6 Spieler beschränkt. Trotz der Beschränkung war das erste Mal in der 3D-Ära von GTA, dass ein Teil der Reihe einen Multiplayer-Modus hatte. Das sollte in einigen Jahren, wie die meisten wissen, ein wichtiger Teil der Reihe werden. Liberty City Stories kam bei Spielern und Kritikern gut an und so gut wie jeder war begeistert davon, wie gut das Spielprinzip von GTA auf einer Handheld-Konsole funktioniert. 2006 erhielt das Spiel sogar eine Neuauflage auf der PlayStation 2 mit besserer Grafik und der bekannten Steuerung. Dafür gab es in dieser Version aber keinen Multiplayer-Modus. Am wichtigsten war das Spiel vor allem aber für Sony, denn Liberty City Stories war der Beweis dafür, dass die PSP eine echte Konsolenerfahrung bietet, was die Verkaufszahlen des Sony-Handhelds maßgeblich befeuerte. Aber auch die Verkaufszahlen von GTA Liberty City Stories konnten sich sehen lassen. Der Publisher Rockstar gab also schnell grünes Licht für eine Fortsetzung. Wozu ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es leuchtet blau. Nein, grün. Sie gaben grünes Licht, nicht blaues. Gleich nach der Arbeit an Liberty City Stories begann Rockstar Leeds mit der Entwicklung eines Nachfolgers. Diesmal aber nicht in Liberty City, sondern im sonnigen Vice City. Die Entwicklung verlief um einiges einfacher als beim Vorgänger, denn das Schwierigste an der Entwicklung war, die Renderer Engine auf der PSP zum Laufen zu bekommen. Da man das bereits geschafft hatte, ging die Entwicklung des neuen Teils viel schneller voran. Dadurch konnten die Entwickler mehr der Funktionen ins Spiel einbauen, die erst in GTA San Andreas dazukamen. Nice. In weniger als einem Jahr hatte man das Spiel fertig entwickelt. 2007 war es soweit und GTA Vice City Stories wurde für die PSP veröffentlicht. Ein Jahr später bekam auch dieser Teil eine Neuauflage für die PlayStation 2.
Wie lieber The City Stories ist auch Vice City Stories ein Prequel. Die Handlung spielt also vor GTA Vice City. Man übernimmt die Rolle von Victor Vance, einem zu Beginn rechtschaffenen Soldaten, der versucht, genug Geld zu verdienen, um die Behandlung für seinen kranken Bruder zu bezahlen. Durch seinen korrupten Vorgesetzten, Sergeant Martinez, gerät er aber in zwielichtige Geschäfte, bei denen er erwischt wird. Daraufhin wird er unehrenhaft entlassen. Ohne Möglichkeiten oder Alternativen bleibt Vic nichts anderes übrig, als das Leben eines Kriminellen einzuschlagen. Er dealt mit Waffen und Drogen und gerät in einen Bandenkrieg zwischen den Kubanern, der Trailer Park Mafia und den Mexikanern. Als wäre das nicht schon genug, kommt auch noch sein Bruder Lance in die Stadt. Als die beiden mit den Mendez-Brüdern aneinander geraten, eskaliert die Lage dann endgültig. Die klassische vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte funktioniert auch hier wieder ganz gut, wird vor allem aber durch den 80er-Jahre-Flair getragen. Mit Lance und vielen anderen Charakteren gibt es auch hier wieder wie beim Vorgänger einige bekannte Gesichter aus GTA Vice City zu sehen. Die Story ist hier etwas stärker als beim Vorgänger. Was die Steuerung betrifft, kann man das aber nicht sagen. Denn wie bei Liberty City Stories ist auch hier die Steuerung der Kamera durch den fehlenden zweiten Analogstick nicht wirklich ideal. Das Gameplay ist großteils identisch mit dem Vorgänger, wurde aber leicht verbessert und überarbeitet. Dafür gibt es aber viele Funktionen im Spiel, die in GTA San Andreas eingeführt wurden. Man kann zum Beispiel endlich schwimmen oder Fahrrad fahren. Die Entwickler brachten aber auch eigene Ideen ins Spiel. Darunter zum Beispiel die Möglichkeit, kriminelle Geschäfte zu erobern. Vor gewissen Gebäuden steht ein Fahrzeug. Wenn man das sprengt, startet man eine feindliche Übernahme, in der man gegen mehrere Gegnerwellen kämpfen muss. Wenn man die übersteht, hat man das Geschäft eingenommen und kann zusätzlich Aufträge erledigen, um den Umsatz zu steigern. Die Mechanik ist eine Mischung aus dem Geschäftssystem aus Vice City und den Gang Wars aus San Andreas, die durchaus für Abwechslung im Spiel sorgte. Mit einigen kleinen Verbesserungen und mehr Möglichkeiten war Vice City Stories noch erfolgreicher als sein Vorgänger. Rockstar Leeds brachte mit Vice City Stories eine nahezu perfekte Version von GTA für eine Handheld-Konsole auf den Markt. Vor allem die Geschichte wurde von vielen gelobt, da sie mehr Persönlichkeit hatte als die meisten Stories der Vorgänger. Obwohl man mit dem Spiel bewiesen hat, dass man ein hervorragendes GTA für die PSP entwickeln konnte, entschied man sich dagegen, mit einer San Andreas Handheld-Version die Trilogie zu vervollständigen. Stattdessen arbeitete man an den Handheld-Versionen von Spielen wie The Warriors oder Manhunt 2. Für die Fans von GTA war das aber keine große Tragödie, denn der nächste richtige Hauptteil, GTA 4, stand schon in den Startlöchern. Die Entwicklung war aber nicht einfach, denn die GTA-Reihe lief mit der Renderware-Engine von Criterion. 2004 kaufte aber Electronic Arts den Entwickler mitsamt der Rechte an der Engine auf. Nicht nur die GTA-Reihe verwendete die Engine. Fast alle PlayStation 2-Spiele dieser Zeit liefen mit der Renderware-Engine. Der Kauf von Electronic Arts erschütterte also die ganze Videospielbranche. Dazu kommen wir aber im nächsten Teil. Darin geht es dann endlich um GTA 4. Lasst also ein Abo da, um das nicht zu verpassen, und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.